So, schönen guten Tag, lieber Arndt Felder. Wir haben uns heute mal hier zusammengefunden mit ein paar mehr Mitgliedern, um mal die letzten 5 Jahre so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Das heißt, wir werden mal einen kleinen Faktencheck machen. Was ist bis jetzt in Arndt Felder entstanden? Auf was können wir stolz sein? Auf was können wir nicht so stolz sein? Und wir werden zum Schluss im zweiten Teil des Videos auch noch mal auf unseren Gymnasium bzw. die Ulmallee und die B158 eingehen. Also wäre schön, wenn ihr dranbleibt. Ansonsten stelle ich erstmal unsere Leute hier vor, die wir hier sitzen haben. Hier oben auf der linken Seite die Simone Ulrich aus unserer Wählergruppe. Danach kommt der Dirk Herzog. Mein Name Sven Richter. Neben mir die Alexandra Adler. Und ganz zum Schluss haben wir aus der Gemeindevertretung den Patrick Seiler. Der gehört zwar nicht zu unserer Wählergruppe, aber den haben wir mit eingeladen, damit er uns zu ein paar Sachen auch nochmal Auskunft geben kann. Ja? Also würden wir eigentlich so mal anfangen. Wir werfen das einfach so ein bisschen durcheinander und fragen einfach mal, oder ich frage als Moderator einfach mal so in die Menge hinein, was denkt denn jemand, was wir hier bis jetzt geschaffen haben in Arnsfelde? Möchte jemand anfangen von euch? Der Anfang ist immer schwer. Ne? Der Anfang ist immer schwer. Dann fang einfach an. Ja, also ich überlege und überlege. Natürlich auf dem Weg her habe ich auch schon nachgedacht, was könnte da genannt werden. Also als kleinen Erfolg könnte man verbuchen, also ich vor allem als Bürgerin noch, mit diesem Status Bürgerin nur, habe es tatsächlich irgendwie mitbewirkt, dass in der Mehrower Straße ein Wartehäuschen für ja, die Schüler und die ja, Einwohner, die ja, von da aus starten wollen mit dem Bus, dass da endlich ein Wartehäuschen steht. Und dann weiter vorn an der Ecke, Kreuzung, Dorfstraße, Mehrohrstraße, ist jetzt auch so eine Art Fußweg gepflastert worden, was bis dahin irgendwie schier unmöglich wohl gewesen sein soll. Also das würde ich jetzt mal als kleinen Erfolg verbuchen. Also hier in dem Sinne für Mero jetzt oder für die Meroer Straße oder wie? Mehrohrstraße, Meroer Ortsteil Straße. Ahrensfelde, dass gerade die Schulkinder früh dann nicht hier auf einem 1,5 Meter breiten Fußweg an einer Hauptverkehrsstraße stehen müssen bei Wind und Wetter, sondern dass sie jetzt wirklich Schutz haben in so einem Wartehäuschen. Gut, also können wir sagen, das wäre jetzt erstmal sozusagen positiv. Also das war jetzt eigentlich so das Einzige, wo ich sage, das ist mir jetzt so positiv in Erinnerung geblieben. Gut. Hat hier noch jemand irgendwas? Positiv, negativ? Wenn man bis vor ein paar Jahren noch mal während der Pausenzeiten sich den Schulhof der Grundschule Blumberg angeguckt hat, da glich das eher so ein Hühnerhaufen, also räumliche Enge. Das ist zum Glück jetzt weg. Wir haben also eine ganz wichtige Grundschule eröffnet und die ist innen sehr, sehr schön geworden. Das ist eine sehr freundliche Umgebung geworden. Von außen habe ich ja schon mal meine Meinung dazu gesagt. Von außen hätte ich die anders gestaltet. Von außen ist es für mich keine einladende Grundschule, nach wie vor nicht. Aber zumindest haben die Schüler eine Lernumgebung, wo sie ordentlich in Ruhe und mit genügend räumlichen Abstand zueinander auch lernen können. Das ist Also, also du redest jetzt von der neuen von der Grundschule. neuen Von Grundschule der in neuen Lindenberg, Grundschule in Lindenberg, richtig. Und genau. dass wir sozusagen die Oberschullandschaft in Blumberg dort durch die reguläre Oberschule erweitern konnten, ist, sehe ich genauso positiv. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Mir fehlt dennoch das Gesamtkonzept so der letzt vergangenen 10, beziehungsweise so über die Vergangenheit geguckt, 20 Jahre Schullandschaft. Also ich hätte es wesentlich besser gefunden, wenn in der Gemeinde Arnsfelde und generell im Niederbarnim auf kürzeren Wegen alle Schulabschlüsse sozusagen machbar wären. Und wenn sozusagen wir nicht nur uns konzentrieren würden, aber das ist natürlich Kreissache auf gymnasiale Landschaften, so wie es jetzt im Genau, neuen gut, aber jetzt Stadtentwicklungsplan nehmen wir mal festgehalten erstmal ist. die Grundschule, wie du sagtest, wo auch Licht ist, ist auch Schatten. Für mich als Lindenberger, da ich ja da hinten ebenfalls betroffen bin, sag ich mal, ist für mich die Schattenseite, dass ich mich natürlich frage, warum setzt man diese Grundschule direkt in Lindenberg hin? Also ist ja, oder die Gemeindevertretung ist ja eigentlich, sag ich mal, gewarnt worden von dem sozusagen Uckermark-Barnim-Projekt, die ist gewarnt worden vom LEK, diese Schule dort eigentlich nicht hinzusetzen. Gründe dafür sind ganz einfach. Man tut immer so, es ist schön, dass wir eine Grundschule haben. Ja, ist es. Wir haben aber 5 Ortsteile. Das heißt, aus 5 Ortsteilen kommen die Schüler daher. Lindenberg liegt am Ende. Das heißt, die weiteste Anfahrt hat, glaube ich, Eiche, wenn ich mich jetzt nicht irre, haben in dem Sinne die weiteste Anfahrt. Hätte man das nicht eigentlich mehr zentralisieren sollen? Man kommt jetzt sicherlich die Nachfrage wieder, ja klar, hätten wir gemacht, wir haben aber keinen Platz. Ist aber Quatsch, weil den Platz hatten wir ja eigentlich.
Ne? Wir haben ja angefangen, Gemeindeland zu verkaufen. Ich muss aber jetzt noch dazu sagen, weil ich habe ja auch eine Tochter, die nach Grundschule geht, dass so geplant war, dass die Kinder aus Eiche und Mero sollen nach Blumberg in die Grundschule gehen und die Lindenberger, Ahrensfelder und... Nee, die Eichner. Ach, die Eiche, Ahrensfelder, Lindenberg. Genau, die Lindenberg. Sollen nur nach Lindenberg gehen in die Schule. Die Blumberger, Mero und Eiche sollten nach Blumberg gehen. Und ich kann mich noch gut an die Diskussion erinnern, da gab es ja einen Beschluss des Endes. Ich weiß noch genau, dass ich für ein Wahlrecht plädiert habe. Aus allen Ortsteilen können sich die Schüler bzw. die Eltern dann natürlich ihre Wahlgrundschule aussuchen, weil die beruflichen Wege und die Freizeitwege sind natürlich vollkommen unterschiedlich, ne? Am Nachmittag. Aber das ist halt dann mit anderer Mehrheit beschlossen worden und so gibt es eben für einige das Wahlrecht und für andere eben nicht. Ja. Gut, mir fehlt aber zur Schule noch ein Beschattungsanlage. Was hat man gemacht? Die Schule stand, man hat sich beschwert, dass auf der einen Seite die Windräder zu nahe stehen. Obwohl die Windräder zuerst da standen, muss man einfach so sagen. Hat man also angefangen, Prozesse zu führen, wieder auf die Kosten der Gemeinde, weil da keiner aus seiner Tasche bezahlt. Was fällt mir als nächstes ein? Die Beschattungsanlage der Schule hat man dann festgestellt, dass die eigentlich Murks ist. Ist so weit wie ich weiß auch vom Ingenieurbüro einer Gemeindevertreterin geplant worden, installiert worden, soweit wie ich weiß. Ja. Sag doch gleich, dass die Verschattung des Gebäudes vergessen wurde bei der Planung und siehste, nachträglich so, gemacht werden. So kann man es auch sagen. So wie die Tonhalle. Genau, so wie man also wusste, dass es eine Zweifeldtonhalle ist und hat aber nicht dran gedacht, die zu teilen. Also in dem Sinne hat man auch keine zwei Felder, sondern nur ein Feld. Das Problem bei der Beschattung ist halt, dass es keine außenliegende Beschattung ist, ne, sondern dass es in den Fenstern integrierte Beschattung ist, sodass die Sonnenstrahlung, man hat ja dort keine natürlichen Beschattung durch Bäume. Und sobald die Temperaturen etwas steigen, wird es da drin etwas kuschelig warm sozusagen in den Räumen. Und das ist eben sozusagen ein Planungsfehler. Das ist ein Planungsfehler, ein objektiver Planungsfehler. Man hätte sozusagen die Außenjalousien installieren müssen und eben nicht im Fenster hinterm Glas sozusagen. Ne? Aber gut. Und wenn wir bei der Schule sind, also ich sage jetzt einfach mal, also darüber kann man sich ja sicherlich immer streiten über Optik, aber viele, viele Leute, die mich hier in Arnsfelde besuchen kommen und an der Schule vorbeifahren, nicht wissen, dass es eine Schule ist, fragen mich immer erstmal spontan, ob da ein Knast in die Baus. Also rein optisch kann man sich sicherlich sehr drüber streiten und wenn wir bei dem Bereich da sind, die Verkehrslösung an der Kreuzung Neulindenberg mit einer Ampelanlage, finde ich persönlich auch nicht die optimale Lösung. Das hätte man besser mit dem Kreisverkehr regeln können zum Beispiel, weil die Ampelphasen, die dort sind, also ich möchte in Neulindenberg eigentlich nicht wohnen und dringend früh irgendwie mal auf die Straße rauf müssen, weil dann steht wahrscheinlich 3, 4, 5 Ampelphasen. Also das ist aus meiner Sicht auch nicht die optimale Lösung. Gibt es bessere. Wobei bei Kreisberg, da muss man immer gucken, Sicherheit der radfahrenden Kinder. Ne? Also der rechtsabbiegende Verkehr vom Auto hat ja dann sozusagen zu warten, wenn ein Kind, ich nehme jetzt mal das Schulkind, geradeaus fährt. Da braucht aber nur ein Fehler passieren, also nicht anhält. Das kann da kann man jetzt wieder positiv sagen, die Gemeinde ist ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen mit dem Radfahrweg, der ja dort vorne lang führt. Ne? Was gab es sonst noch so Positives? Also fällt euch überhaupt großartig was an positiven Objekten ein? Ja doch, ich habe noch die Mülleimer, habe ich doch irgendwie wahrgenommen bei uns im Ortsteil Ahrensfelde, weil das war vorher, lagen ja auch immer viele Hundekottüten irgendwo da am Straßenrand. Also ich würde sagen, seitdem diese Mülleimer da sind, hat das wirklich deutlich nachgelassen. Also hat sich verbessert. Ui, wenn man mal was Positives sagen möchte, also ist man ja gewillt, oder? Also ja, na klar. Also bin ich auch gewillt, sagt natürlich auch aus Neulindenberg. Also ich bin glücklich, dass wir inzwischen Parkbänke und Mülleimer haben. Finde ich ganz toll, dass das endlich durchgesetzt wurde. Also Gratulation. Mist, da habe ich jetzt irgendwas verwechselt. Parkbänke haben wir ja doch nicht. Und Mülleimer war ja bloß einer. Ach ey, Mensch, da habe ich jetzt wirklich nicht falsch verstanden. Naja, also wir haben einen bekommen. Ja, sind wir ja stolz drauf auf diesen einen Mülleimer. Den haben sie auch noch so platziert, dass er relativ nah an ein Grundstück steht. Mal sehen, wann der anfängt sich zu beschweren, wenn es nach irgendwas riecht. Ne? So dass er wieder abgebaut werden kann. Ist auch sehr gut zu erreichen für behinderte Leute, muss man auch sagen, weil die fahren erstmal 5 Meter auf dem Rasen. Macht sich im Winter besonders gut, weil der Rasen nicht gestreut wird, ne? Dürfen wir ja nicht vergessen. Ne? Also ist dann auch besonders gut, da ranzukommen. Ne? Und die Parkbänke, sag mal, also ich bin ja so aus der hinteren Ecke, bei mir sind es ein bisschen über 1 Kilometer bis zum Bus. Das ist dann ganz toll. Also wenn ich älter bin und gebrechlich, dann nehme ich meinen Rollator, rolle den 1 Kilometer bis zum Bus.
warte dann wahrscheinlich bis 2 Stunden auf den Bus, wenn überhaupt mal einer kommt. Stürze mich dann in diesen Bus, fahre zum Lindenberg, zum Teich, um dort auszusteigen und mich fröhlich mal auf dieser Parkbank niederzulassen, die dort am Teich steht. Finde ich natürlich ganz toll, weil bei uns, wie gesagt, steht weiterhin keine. Also ich weiß auch nicht, wie die sich das denken. Also ältere Personen, wo wir immer sagen, die können nicht mehr so Auto fahren, die sollen doch mal einen Bus nehmen oder so. Die versuchen dann einen Bus zu nehmen, stehen sie entweder die Beine im Bauch oder kommen erst ja nicht hin, weil sie vorher schon zusammen sind. Ja, natürlich. Da ist auch schon vor Jahren war die Feuerwehr neu gemacht worden. Aha. Sieht doch toll aus. Wurde nur vergessen, dass es Kameraden und Kameradinnen gibt. Ist das heute nicht alles eins? Da war es die ganzen Jahre alles. Das war alles eins. Jetzt haben sie einen neuen Sanitärtrakt bekommen und jetzt dürfen sie auch alle einzeln, wenn sie einzeln möchten, oder duschen und dürfen sich trennen. Und ja, ich denke, die freuen sich, dass sie sich dann mal nach dem Dienst und wenn sie sich dann mal den Schweiß abwaschen wollen, noch mal in Ruhe und gemütlich sich trennen dürfen und nicht. Und was mache ich jetzt als non-binärer Mensch? Du gehst zu den Parkplätzen, die in Mero errichtet wurden. Da gehst du dann in den Blumberger Weg rein und da hast du einen Parkplatz Anfang, Parkplatz Ende, Parkplatz Anfang, Parkplatz Ende, Parkplatz Anfang, Parkplatz Ende, bis zum Weg nach hinten. Ich glaube, das sind 10 Schilder. Also du kannst dann auf dem Grünstreifen, wo es überall verboten ist, darfst du dich hinstellen, so halb schräg hoch, aber du hast ein Parkplatz Ende, Parkplatz Anfang, nein, andersrum, Anfang, Ende, Schild. Zwischen die 2 Schilder darfst du dich stellen, so halb in die Büsche hier rein. Ja gut, aber das beantwortet ja immer noch nicht meine Frage. Na doch, du kannst dahinter dich dann verdingsen und dann machst du so. Ach so, ja. Na jetzt habe ich es verstanden. Gut. Du kannst da nicht da rein. Außerdem bist du kein Feuerwehrmann in Mero. Richtig, genau. Du müsstest nach Lindenberg und die haben, glaube ich, ein neues. Und Eiche kriegt auch ein neues. Sie ist ein Riesenteil und ist wunderschön. Ich glaube, die freuen sich. Wer hat denn da den Auftrag bekommen? Wie den Auftrag? Für die Feuerwehr in Eiche. Es wurde gerade umgebaut. Nein, die sind zum Teil neu. Das ist Neubau. Und wer macht das? Na, da die Gemeindevertretung kriegt das die Vorlage das, und dann. Genau, das macht das Planungsbüro Formation aus Arnsfelde. Oh! Ach schön. Haben die da auch die Toilettentrennung vergessen? Nein. Gut. So fällt nicht sonst noch ein paar. Ja, wir haben eine ganz tolle Kita oben bekommen. Ich sag. Ja, Kita ist so ein hartes Wort, so Kindergarten, viel schöner das Wort von Herrn Fröbel, da oben an der Kirchenallee. Die ist einfach aber komplett an der falschen Stelle. Ja, also die ist an der Stelle, das hatte ich damals, als es um das Bebauungsplanverfahren ging, hatte ich das schon mehrmals angemerkt. Der Kindergarten hätte ins Wohngebiet hineinversetzt werden müssen, in meiner Meinung nach, unserer Fraktion, ganz einfach sozusagen, weil wir haben dort extreme Emissionen, was Abgase angeht, was Lautstärke angeht. Also das haben die zwar versucht, so geschickter zu kaschieren, aber natürlich kann man das nur bedingt machen. Ich hätte mir gewünscht, dass das ins Wohngebiet kommt. Begründung war eben, dann fahren die Elterntaxis durchs ganze Wohngebiet, geben die Kinder ab und fahren das ganze Wohngebiet zurück. Kann man nicht vorstellen, dass man das nicht hätte klären können, sozusagen mit den Eltern, dass sie es nicht machen. Ja, klar, man hat immer Eltern, die das dann trotzdem machen, aber ich denke, die Mehrheit hätte Verständnis gehabt. Also der Dirk wohnt ja da, was sagst du allgemein da oben überhaupt zu der Kirchenallee? Ist doch eigentlich ein wunderschönes Wohngebiet, oder? Da kann man sich ja über Schönheit öfter streiten. Ne? Also ich finde diese Querriegel, wir haben uns ja letztens schon wieder drüber unterhalten, passen überhaupt nicht in die Landschaft. Also das ist, also dieser Slogan, der da dran steht, wie war das, in Einklang mit der Nachbarschaft oder so ähnlich. Ja. Das klingt für mich eher wie ein Hohn. Also kann diesen, also ganz ehrlich, als Anwohner waren wir froh, als dieses Baugebiet sich verzögert hatte. Weil das sollte ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ja eigentlich mal viel früher losgehen. Da waren wir auf jeden Fall nicht traurig drüber. Ich kenne also keinen, der da eine Träne geweint hat, als es sich verzögert hat. Und wenn man sich überlegt, also das ist weder schön noch passt in die Landschaft und außerdem, aber das ist ja grundsätzlich Thema Versiegelung von Ackerflächen und so weiter, ist aus meiner Sicht sowieso nicht der richtige Weg. Gut. Hast du noch einen aber zu sagen, gerade zu so einem Wohnbauprojekt? Ja, das ist Baukultur nach 1990 ist das, ja. Also so hat man da nach der Wende gebaut, platzsparend, ich habe ein Haus, kann aber natürlich mit meinen Nachbarn frühstücken, Abendessen, Mittagessen, immer wann ich will, ich habe keine Gartenfläche, ich muss mich um nichts kümmern, ich kann mir also meinen Wellnessbereich im Garten sozusagen versiegelnd hinterlassen. Also früher hat man da wenigstens Gemüse und ein bisschen Obst angebaut, vieles ist davon weg, einige gehen zum Glück wieder dahin, das finde ich schön. Aber alleine die Architektur der Häuser, du hast es schon angesprochen, Dirk, die Reihenhäuser mit Stacheldachgeschoss da, ja.
und dann sozusagen diese monotone Einheitsform jedes Hauses in dieser Siedlung und die Enge. Man muss wissen, also räumliche Enge erzeugt mentalen Stress. Das ist mit einer der Faktoren, krank zu werden. Ja? Räumliche Enge sozusagen zwischen Menschen erzeugt eben Krankheit und ich bin nach wie vor dagegen, eben so eng zu bauen. Das, die Hauptthemen hier in der Gemeinde sind ja eigentlich Wohnen und der Verkehr. Ja. Richtig? Also das sind ja Arzt und Einkaufen. Arzt und Einkaufen, also Infrastruktur insgesamt, richtig, genau. Aber das Thema Wohnen lässt uns einfach nicht los und das wird uns auch weiter, Patrick hat es ja schon gesagt, dass wir hier wie andere Kommunen leider hier kein Konzept haben oder ne, also wie soll sich die Gemeinde entwickeln? Gibt es nichts. Es ist irgendwie, nee. Aber ich glaube, vielleicht haben sie jetzt ein Konzept, die haben doch gerade jetzt von der CDU diese kleinen Postkarten rausgeschickt. Und da haben doch die Bürger befragt, was sie jetzt alles wollen oder nicht. Ich weiß ja nicht, ob die dafür was kriegen, wenn sie das einsenden, ob sie an der Verlosung teilnehmen oder so, weiß ich nicht. Aber die haben da so einen Zettel da rausgeschickt. Das ist doch eigentlich schon mal gut. Für die letzten 5 Jahre haben sie schon mal geschafft, was auf den Weg zu bringen, oder? Also die Mods fragt ja gerade jede Fraktion, jede Partei, Wählergruppe ein paar Fragen ab. Und vielleicht können sie das dann auch in der Zeitung lesen. Und eine Frage war unter anderem, wie man sich positioniert, das könnten wir vielleicht jetzt hier mal beantworten. Wie würden wir sagen, wie stehen wir dazu, dass sich hier weiterentwickelt wird, also in Sachen Wohnen? Und vielleicht können wir dazu was sagen, ob wir das befürworten, ne? Soll Ahrensfelde weiter wachsen oder nicht? Wenn ja, welche Gebiete kommen für Neubau in Frage? Wenn nein, wo sollen die Menschen hinziehen? Die in der Region bleiben wollen, sich aber kein Eigentum leisten können. So. Antwort von uns ist jetzt, dass unsere Ahrensfelde hat ein Verkehrsproblem. Ich glaube, das ist mehr als offensichtlich, dass wir ein Verkehrsproblem haben und Wohngebiete verursachen Verkehr. Im ländlichen Raum sind die meisten Menschen auf ihr Auto als Fortbewegungsmittel angewiesen. Deshalb müssen wir das Thema Wohnraum schaffen, kritisch beleuchten und realistisch sein. Das wird beispielsweise mit dem verkehrlichen Untersuchung, welches wegen dem geplanten Wohngebiet /Gymnasium in der Ulmenallee Lindenberger Straße im Ortsteil Ahrensfelde beauftragt wurde, mehr als deutlich. Dort steht über die Verkehrssituation des Projektes Ulmenallee, dass man mit täglich rund 1680 Kfz rechnen muss, die im Planungsgebiet unterwegs sein werden. Und über den Knotenpunkt Lindenberger Straße, B158 Klammerndorfstraße, steht im Bericht auf Seite 27, dieser Knotenpunkt erreicht mit dem im Bestand vorhandenen Ausbauzustand in der Frühspitze die Kapazitätsgrenze und ist in der Spätspitzenstunde aufgrund einer Überlastung der B158, Klammerndorfstraße, nicht mehr leistungsfähig. Die Verkehrsexperten empfehlen für einen leistungsfähigeren Verkehrsfluss eine veränderte Fahrstreifenaufteilung. Fragen schließen sich an. Ist das realisierbar? Wie hoch sind die Kosten? Wer bezahlt das? Wann sind die neuen Fahrstreifen überhaupt fertig? Was viele Bürger nicht wissen, ist, dass die Gemeinde Ahrensfelde in den letzten Jahren die kommunalen Wohnungen verkauft und die Instandhaltung der verbleibenden Objekte hat schleifen lassen. Ziel muss sein, die kommunalen Wohnungen zu ertüchtigen und wieder zu vermieten, Leerstand vermeiden und keine Grundstücke mehr verkaufen. In den neuen bzw. geplanten Wohngebieten entstehen überwiegend Eigenheime und nur wenige Mietwohnungen. Die Gemeinde sollte kommunalen Wohnungsbau realisieren, ansonsten drehen wir uns im Kreis. Das wäre uns auch. Lebensqualität muss erhalten bleiben, Freiräume müssen erhalten bleiben, steht in jedem Gutachten auch drin. Arztentwicklungskonzept, Freiräume schaffen, Zufriedenheit und lassen gesund bleiben. Wir haben ein Dokument, können Sie gucken im Netz, auf der Ahrensfelde.de-Seite, die sogenannte wohnungspolitische Umsetzungsstrategie. Die bietet noch genügend Potenzial für die Innenverdichtung. Und dort sehen wir sozusagen das, was man noch machen kann. Klar muss man sich dann mit den Flächeneigentümern einigen oder erstmal ins Gespräch gehen, das ist ganz klar. Aber das ist ja das Normalste der Welt, dort zu verhandeln. Dort sehen wir Potenzial. Ansonsten sagen wir als Fraktion, alles was Ackerflächen und Grünflächen sind, die jetzt im Flächennutzungsplan so gekennzeichnet sind, die sind für eine Bebauung, sei es Gewerbe und Wohnen, tabu. Das ist unsere Position. Das heißt also ganz klar, irgendwann ist die Grenze dann auch erreicht, sozusagen, des Wohnungswachstums. Ja. Aber was sagst du denn dann, wo sollen die Leute denn hin? Ich mache das jetzt mal, das soll überhaupt nicht egoistisch klingen, ich mache das eher realistisch.
das kann nicht das Problem der Kommunen sein. Nein. Ja, das kann nicht das Problem der Kommunen sein, dass wir uns kümmern, Wachstumsgrenzen aufzusprengen und damit Nachteile auch für die hier lebenden Einwohner zu schaffen. Das ist ein falscher Denkansatz. Ja? Darum muss sich die Bundesregierung kümmern. Darum muss auch sich auch die Europäische Union kümmern, ganz klar. Aber das kann nicht und niemals Aufgabe der Kommunen sein, das immer auszubaden, was auf diesen Ebenen dort perspektivisch für Fehler gemacht werden. Ja? Nun wird sich aber hier auch sehr häufig von seitens Bürgermeister, Verwaltung, auch einige Gemeindevertreter immer wieder darauf berufen, auf dieses Landesentwicklungskonzept, Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Ja, was hat es denn damit auf sich? Vielleicht kannst du da auch nochmal. Ja, also das ist jetzt für ein Verb formuliert. Ja. Also das ist ein Planungsdokument der beiden Bundesländer, soll die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Bundesländer verdeutlichen und sieht auch sozusagen Wachstumspotenziale nach außen vor. Ja, also dass Berlin sozusagen nach Brandenburg reinwächst, trotzdem aber noch Brandenburg bleibt. Und da ist sozusagen für die Außenringe ist mit roten Punkten gekennzeichnet. Rote Punkte heißt also, ihr dürft euch entwickeln, wie ihr wollt. Ja? Ihr dürft euch ohne Grenzen zu setzen entwickeln. Ihr könnt euch ohne Grenzen zu setzen entwickeln. Und das ist schon, ja, dort ist der egoistische Denkfehler dieser Bundesländer, ja? Dieser Landesregierungen meines Erachtens drin, eben dass man über die Köpfe der hier Lebenden, nicht nur hier Lebenden, sondern es betrifft ja sozusagen alle Umlandkommunen, dort Wachstumspotenziale ausgibt, aber überhaupt nicht sozusagen mit einer, was hat das für Folgekosten, auch für negative Auswirkungen für die Einwohner, die jetzt schon da sind. Also ich sitze ja jetzt hier so in der Mitte und höre jetzt hier links deine Meinung, rechts deine Meinung. Da muss ich mal dazu sagen, das ist schön, dass ihr über diese Landesentwicklungsplanung sprecht, aber ihr dürft eins nicht vergessen. Es ist eine Planung, mehr nicht. Es ist kein Gesetz. Für Ackerland gibt es ein Gesetzbuch, es gibt ansonsten ein Baugesetzbuch und so weiter. Und da brauchen wir uns hier nicht auf irgendeine Planung berufen, dass Berlin ja seine Bürger nach Brandenburg haben möchte und wir dürfen hier fleißig bauen. Also was Berlin, ich glaube, die können hier nicht entscheiden, was wir bauen. Das ist erstmal definitiv so, das müssen wir so sagen. Er hat es ja gesagt, es ist ein Kann und kein Muss. Ja, aber wir berufen uns ja hier drauf. Ja, aber hier wird sehr häufig vorgeschoben, kann man sagen. Oder kann man das so beurteilen als Bürger, wenn man da so sitzt in den öffentlichen Veranstaltungen, dass einem ja aufgezwungen wird, wir müssen uns entwickeln, wir müssen Wohnen bauen. Also das trifft es ja eigentlich überhaupt nicht. Nee. Ne? Also wenn eine Kommune wie die Gemeinde Ahrensfelde wirklich an Verkehrskollaps eigentlich schon, also kurz davor ist und an manchen Tagen ja den schon erlebt, kann man sich ja wirklich fragen, ob das jetzt Sinn macht, sich hier weiterzuentwickeln, vor allem noch dazu auf Ackerflächen. Also ich kann nur für unsere Wählergruppe sagen, Bürger für Ahrensfelde, wählt das ab. Also keine Wohngebiete, keine Gewerbegebiete auf Ackerflächen. Das ist sinnlos. Wir bauen, wir drehen an unserer eigenen Lebensschraube, weil jedes Ackerland produziert auch Nahrung. Ob das für Tiere ist oder für Menschen, spielt keine Rolle. Und wir wissen, was in der Welt los ist. Und ich weiß nicht, ob wir unsere Abhängigkeit von anderen Ländern dadurch beseitigen, indem wir alle unsere Ackerflächen anfangen zu versiegeln und Wohnungsbau betreiben. Wohnungsbau für eine verfehlte Wohnungspolitik, die wir in den Kommunen nicht zu verantworten haben. Und dieses Thema immer auch mit den, unsere Kinder wollen auch hier bleiben. Also ich habe selbst Kinder, die sind beide erwachsen. Und ich muss dazu sagen, die hatten nicht so den Bock hier zu bleiben. Die wohnen jetzt wieder hier. Das ist richtig. Ja? Aber ansonsten hatten die so ja nicht den Bock. Und man muss doch einfach mal überlegen, wir können da nicht über unsere Kinder bestimmen. Die wollen doch was erleben. Wollen die hier versauern? Was haben die denn hier? Die haben doch hier nichts. Die haben hier nichts, wo sie hingehen können. Die können hier nicht tanzen gehen. Die können ja nicht mal ein Eis essen gehen. Die können ja noch nicht mal sagen, mit ihrer Freundin oder ihrem Kind, wir gehen ja mal eine Runde Radfahren. Und fahren zur Eisdiele. Zu welcher denn? Ja, das ist ja das nächste große Problem bei all diesen Diskussionen über immer mehr Wohnungsbau und so weiter. Ich wohne jetzt seit 19 Jahren hier und ich habe in den 19 Jahren eigentlich nicht erlebt, dass hier was an Infrastruktur geschaffen wurde. Korrekt. Also klar, es gibt einen neuen Supermarkt, Edeka, ganz toll. Ja, aber auch am Wochenende nicht offen, also ist ja ohnehin. Das ist ja irgendwie auch wichtig, aber ansonsten ist ja an Infrastruktur im Prinzip nichts entstanden. Also ist im Prinzip eigentlich sogar eher weniger geworden. Wir hatten mal Gaststätten, die gibt es nicht mehr. Wir hatten mal einen Fleischer, den gibt es nicht mehr.
Also das ist alles, was ich auch selber miterlebt habe. Wir hatten ein Einkaufszentrum. Wir hatten ein Einkaufszentrum. Da steckt jetzt diese PC-Dingsbums drin. Ja, und da, also, war ja, da war alles drin. Wir hatten ja viele Sachen und das gibt es alles nicht mehr. Das heißt, die Entwicklung ist ja sogar in die verkehrte Richtung gegangen. Ist ja sogar weniger geworden, obwohl die Einwohnerzahl sich in der Zeit, keine Ahnung, ihr habt die Zahlen sicherlich eher im Kopf, um wie viel Prozent die gestiegen ist. Also da ist das der nächste Kardinalfehler und der kann so nicht weitergehen. Und was wir uns ja auch auf die Fahne schreiben, ist ja, dass es ganz wichtig ist, dass, wenn es eine neue Gemeindevertretung gibt, dass endlich die Bürger definitiv in diese ganzen Geschichten mit einbezogen werden. Ja. Dass wir genau diesen Weg gehen, in andere Kommunen, in anderen Ländern, also in anderen Bundesländern teilweise gehen, wir sagen, wir machen ein Konzept, wir beziehen die Bürger mit ein und reden mal über eine Entwicklung über die nächsten 15, 20 Jahre. Und damit wir wirklich mal sagen können, okay, das ist das, was wir wollen und nicht etwa vereinzelt irgendjemand will. Ich habe mich mit 5 Kommunen, das ist schon ganz lange her, in Verbindung mal gesetzt, was Thema Einwohnerbefragung betrifft, das weißt du nicht. Und ich habe von keiner dieser 5 Kommunen was Negatives gehört, ganz im Gegenteil. Da waren sie ja, ich habe mit Bürgermeistern gesprochen. Persönlich, wo ich also erstaunt war, dass ich als Fremder von hier unten, sag ich mal, da irgendwo in Bayern jemanden anrufen kann und der mit mir redet, war ich schon ganz erschrocken. Aber der sagte mir klipp und klar, wir haben diese Dörfer, sag ich mal, der Kommunen ausgesucht nach bestimmten Zeitungsartikeln, wo wir gelesen haben, da soll das gebaut werden, das gebaut werden. Ich habe da einfach angerufen und gefragt, wie macht ihr das? Und die haben ganz einfach gesagt, ganz einfach, wir befragen unsere Bürger. Wenn die Bürger einverstanden sind und die diese Center oder diese haben wollen, dann machen wir das. Wollen die das nicht haben, machen wir das nicht. So, und das ist einfach der Bürgerwille und das gehört in der Demokratie eigentlich aber ganz vorne ran. Generell auf die Leute aktiv, proaktiv zuzugehen, ja, auch als Verwaltungsspitze, als Gemeindevertretung, die haben das immer wieder versucht, das wird immer wieder blockiert sozusagen, man möchte keine, aber ich habe manchmal den Eindruck, man möchte so sich die Karten gucken lassen, also oder Verantwortung abzugeben. Fällt schwer, man will das alles in seine Hände behalten und man will nicht, dass jemand von draußen, das hatten wir letztens schon mal mit drin gehabt, auch in dem Video, man will nicht, dass da jemand von draußen reinguckt. Das ist ganz einfach so, wir haben ja mit Kindern und Jugendlichen oder ich sag mal mehr mit Jugendlichen ja die ganze Zeit lang gesprochen. Ich glaube, du, Simone, warst auch mit bei teilweise. Ich war da noch ein bisschen aktiver. Also ich bin wirklich nachts auf die Straße gegangen und habe mit den Jugendlichen gesprochen, obwohl ich da wahrscheinlich hätte Angst haben müssen, dass mir wahrscheinlich einer was vorne rüberhaut. Aber nee, die waren alle ganz freundlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn sie teilweise da gestanden haben, ihr Bier getrunken haben, ein bisschen Lärm gemacht haben. Aber kann man es denen verdenken? Die wissen doch ja nicht, wohin. Das ist ja genau das, was ich sagte, wie vorhin mit dem Fahrradfahren. Du machst eine Fahrradtour, setzt dir ein Ziel und sagst, wir fahren heute mal dahin. Heute setze ich mir ein Ziel, wenn ich ein Fahrrad habe und mit meiner Enkelin losfahren will, setze ich mir das Ziel, wir fahren da mal zu Rinnen im Kreis und fahren wieder zurück, weil ich habe keinen Anlaufpunkt. Und genau denen fehlt doch der Jugendlichen auch. Denen fehlt der Anlaufpunkt, die wissen nicht, wohin. Die haben zwar einen Jugendclub, aber dann müssen wir mal schauen, wann die besetzt sind und wann die offen haben. Das ist nicht das Thema, was die Jugendlichen wollen. Die wollen einfach so ein bisschen mehr Freiheit. Also hat jetzt sonst noch einer erstmal so was zur Positive und Negative? Dann sind wir ja wirklich schon von 100 zu 1000. Wenn das nicht so ist, würde ich sagen, wir verabschieden uns für den Moment und bereiten unseren zweiten Teil vor. Da könnt ihr gespannt sein. Da geht es doch mal speziell um die Ulmallee und die B158. Und das wird doch recht interessant. Bedanke mich bei euch.